Ja, ich bin heute hier, weil der politische Aschermittwoch für mich als Kölner auch eine der wenigen Möglichkeiten ist, auch nach Karneval weiter zu saufen. Prost und los geht's. Hallo. Hallo. Das heißt, Geschichte nennt sich so und der Erfolg nennt sich so. Der Horst nach Guttenberg, das letzte große Sexsymbol in der CSU. Glauben Sie, dass zu Guttenberg wieder aufersteht, an Ostern zum Beispiel? Er wird nicht auferstehen, aber er wird, wenn er will, selbstverständlich wieder in der Politik eine wichtige Rolle spielen. Wir brauchen solche Menschen. Können Sie für mich vielleicht noch mal kurz einordnen, wie Sie das finden, was mit Guttenberg gemacht wurde? War es schlimmer oder weniger schlimm als das Attentat auf Kennedy? Ach nee, das sind ja Größenmaße, das ist schwierig zu sagen. Also. Es war schlimm, es ist menschlich, er ist verfolgt worden, er ist getrieben worden, er ist gehetzt worden. Also schlimmer, schlimmer. Ja. Ja. Eine Riesensauerei. Ja, eine Riesensauerei, was da getrieben wurde mit dem Guttenberg. Wie kann man über eine Doktorarbeit reden, wenn deutsche Soldaten in Afghanistan kämpfen, oder? Das ist, woran ich immer an der Demokratiefähigkeit der Deutschen zweifle, die populistische Dynamik ist enorm. Können Sie mir auch ein Autogramm vielleicht geben? Das wäre sehr nett. Ja, natürlich. Am besten vielleicht einfach auf den Rücken drauf. Das wäre ganz toll. Aber da kriegen Sie ja Schwierigkeiten mit Ihrer Frau, gell? Ja, ich habe ja zum Glück keine. Aber wirklich Autogramm draufschreiben, keine Schimpfwörter jetzt, ne? Freuen Sie sich jetzt für Hans-Peter Friedrich eigentlich? Also ich freue mich für uns, dass Hans-Peter Friedrich der neue Bundesinnenminister ist. Also freuen Sie sich über Guttenbergs Rücktritt? Das habe ich, nein. Ja, eins geht ja nicht ohne das andere. Und zwar suche ich den Hans-Peter Friedrich. Wissen Sie, wie der aussieht? Ja, der sicher ein bisschen so dunkelhaarig, grasige, kurze Haare. Aber ich verkneife mir jetzt gerade zu sagen, ich liebe ihn, damit es keinen bundesweiten Skandal gibt. Schönen guten Tag. Vielleicht können Sie mir weiterhelfen. Ich suche die ganze Zeit den neuen Innenminister. Okay. Wissen Sie, Hans-Peter Friedrich? Ja, kann ich Ihnen helfen? Ja, ich stehe vor Ihnen. Ach, so sehen Sie aus. Entschuldigung. Ja, dann ein Foto, dann merken Sie sich das hier. Ja, das wäre nett. Ja. Vielleicht einmal in die Kamera lächeln. Ja, das machen wir. Okay, dann habe ich noch eine Frage. Und zwar, man sieht ja dann doch die Erschütterung hier in den Gesichtern. Aber ich denke, wir müssen über die Krise reden. Wie geht's weiter mit dem FC Bayern München? So, der politische Aschermittwoch der CSU ist vorbei, aber ich bleib hier sitzen, denn ich weiß, der Gutti, der kommt noch. Und ich gebe schon mal zurück ins Studio. Aber ihr schaltet nochmal zu mir zurück, ne? Prost.